Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Eine weitere Folge über die Mai Interceptor. Let me show you its features. Dear English speaking audience, I don't really have the time to film an English version too. Last time I brought you an all English version about the Interceptor, and this time it's the turn of the Germans. So if you want to follow what I'm saying, use the CC and auto translate function. I try to speak clearly enough for YouTube's translator. Thanks. Ja, ihr habt es ja vielleicht schon verfolgt. Ich bin ja im Moment am Testen der Mai Interceptor, die so in Serie gehen soll. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Beim letzten Mal waren ja vielen Leuten aufgefallen, dass ich immer noch umgefasst habe, um die Verriegelung, die Entriegelung hier zu drücken. Und das ist jetzt hier nicht mehr nötig, weil die Mai-Jungs haben mir hier diesen Bügel gemacht. Ne, wenn ich den also drücke, dann kann ich das mit dem Daumen entriegeln. Ich zeige es euch mal von hier. Also es geht natürlich für beide, Rechts- und Linkshänder. Wenn ich hier drauf drücke, dann entriegelt das. Das heißt also, ich muss jetzt die Hand überhaupt nicht mehr hier runternehmen. Und das macht es natürlich super einfach, mit dem Ding auch mal schneller zu schießen. Ne? Einfach durchspannen und schießen und dann durchspannen und schießen und durchspannen und schießen. Geht super, nicht wahr? Kleine Ursache, große Wirkung. Was ich noch Neues habe an der Waffe, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich habe jetzt hier das neue CV Life Scope montiert. Das hat mir die Firma CV Life dankenswerterweise gespendet. Und es ist ziemlich gut geeignet für die Waffe. Also sie hat ganz viele Dinge, die ich einfach klasse finde für Armbrüste. Vielleicht auch für schwache Luftgewehre. Also erstmal finde ich super, dass die hier funktionierende, fest aufgebaute Klappen hat. Sodass man dann einen effektiven Staubschutz hat. Finde ich echt super. Zweitens die Vergrößerung. Das ist nämlich gleichzeitig auch noch ein Red Dot. Ich habe hier einen Red Dot, der kann also eingeblendet werden. Und dieser Red Dot funktioniert vor allen Dingen gut, weil ich hier die Vergrößerung verstellen kann. Ich kann also hier die Vergrößerung verstellen von, und zwar, das ist das Wichtige dabei, von 1. Das bedeutet also, ich habe gar keine Vergrößerung. Das Ding ist jetzt ganz genauso wie ein ganz normales Red Dot. Das bedeutet also, ich habe super schnelle Zielerfassung, weil ich einfach ein riesengroßes Sichtfeld habe. Und für kurze Entfernung ist das eigentlich das Beste. Aber ich kann auch, wenn ich will und im Sniper-Modus bin, kann ich das Ding einfach auf 6-fache Vergrößerung oder auf alles dazwischen stellen. Das ist natürlich wirklich super, weil ich habe einfach das Beste aus beiden Welten. Was ich außerdem an dem Ding total liebe, ist die Verstellbarkeit. Denn normalerweise bei den Billig-Scopes hat man immer das Problem, da fehlt dann der Schraubenzieher, dann braucht man einen Schraubenzieher, um das einzustellen. Das ist hier nicht so. Hier habe ich Kappen, die ziehe ich einfach ein Stückchen raus, dann kann ich sie verstellen, ja, und dann kann ich sie wieder schließen, genauso wie Up-Down. Auch die MOA-Leistung ist bei dem Ding wirklich super, denn bei schwachen Luftgewehren oder natürlich bei sehr großen Entfernungen mit stärkeren Gewehren oder eben auch bei Armbrüsten mit schwachen Bögen hat man immer das Problem, dass ja, das Geschoss sehr stark fällt. Und bei einem Zielfernrohr mit einer großen Vergrößerung habe ich dann immer das Problem, dass ich dann irgendwann das Ziel gar nicht mehr sehe. Ich muss so weit drüber halten, auch wenn ich das auf Maximum einstelle, dass ich das Ziel nicht mehr in der Scheibe habe. Das heißt, ich muss 2 Meter über der Scheibe zielen. Das ist hier nicht notwendig. Die hat wirklich einen riesen Einstellbereich und ich kann hier Fleck schießen, auch mit einer schwachen Waffe auf eine relativ große Entfernung. Finde ich super. Tja, ansonsten, das Ding taucht von A bis Z was, das ist wirklich gut verarbeitet. Es ist nicht billig, aber ich finde es einfach super edel und wirklich super gut geeignet für diese Waffen. Kann ich empfehlen, links unten. Was sie mir auch noch mitgeschickt haben, ist dieses Putzzeug hier. Und das ist eigentlich genial, vor allen Dingen für den Bug-Out-Bag. Also wenn ich zum Beispiel ein Luftgewehr mitnehme, da wo ich das darf, macht euch vorher mal kündig, wo man Luftgewehre führen darf oder was man dazu für Erlaubnisse braucht, und dann ab und zu mal den Lauf durchwischen will, dann hat man natürlich das Problem, dass da will man ja keine Putzstöcke und sowas mitnehmen, viel zu sperrig. Die haben hier dieses Ding, das ist echt super, weil hier ist wie an so einem beschwerten Schnürsenkel ein Gewicht dran, das kann ich also durch den Lauf gleiten lassen, gibt es in ganz vielen verschiedenen Kalibern. Ich glaube, das ist jetzt hier 45, könnte auch 9 mm sein. Ja. Und dann zieht man das einfach durch und das Geniale dabei ist, ich habe hier noch eine richtige Kupferbürste eingearbeitet. Das heißt also, das ist ja alles weich. Hier oben habe ich noch eine Schlaufe, wo ich zum Beispiel auch noch einen Lappen durchschieben könnte und dann richtig mit Druck den Lappen da durchziehen kann. Also da wird es wirklich richtig sauber. Ja, das heißt also, das reinigt das vor und hiermit kann ich das dann durchwischen. Das ganze Zeug ist gut waschbar. Das heißt also, auch wenn es dann richtig verschmoddert ist, dann einfach ein bisschen im warmen Wasser einweichen, auspressen und es ist wie neu. Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich nützlich. Kann ich empfehlen. Auch da habe ich euch die Links reingepackt. Für Armbrüste natürlich braucht man sowas nicht. Da braucht man Wachs. Was noch fehlt, ist der Präzisionstest.
Natürlich kommt mir jetzt wieder mit 25 Meter und dem Bierdeckel. Also dann müsste ich mir jetzt eine Jacke anziehen. Dann müsste ich mich dann so filmen, dass man beim Schießen die Zielscheibe nicht sieht. Aber ich habe auf den Murks keinen Bock. Was ich mache, ist, ich sage, diese kleinen Sachen mit diesen kleinen Pfeilchen. Auf 25 Meter kann man ungefähr einen Pizzakarton halten. Aber, und das gilt für jede dieser Pistolenarmbrüste. Ganz egal, ob Vlad oder wie sie alle heißen. Und das gilt auch für die Interceptor natürlich. Aber was ich hier habe, ist ein 3-Liter Behälter. Und ich glaube, dass der ungefähr die Größe von einem Zombie-Kopf hat. Ja, könnte so hinkommen. Also mit Wasser aufgefüllt, das war mal so für die Windschutzscheibe. Und da versuche ich jetzt mal zu treffen. Und ich schieße da 7 Mal drauf und ich bin zufrieden, wenn ich ihn 5 Mal treffe von 7 Mal. Das ist ungefähr das, was ich mir zutraue. Und dafür ist die Waffe dann auch geeignet. Und das ist, meine ich, die Extremdistanz, die man damit noch machen kann. Ich schieße jetzt auch nicht mit einer maximal aufgerüsteten, hier mit 120 Pfund Wurfarm, sondern hier ist der 30 Pfund Wurfarm der Vlad Zusatzausstattung dabei, das heißt super schwach. Ich bin wirklich froh, dass sich das CV LiveScope auf so einer großen Entfernung auch noch einstellen lässt. Das bedeutet also, ich kann die Waffe hier immer noch flex schießen, obwohl die am Limit dessen ist, was noch möglich ist. Denn die Pfeile bei den langsamen Geschwindigkeiten, die fallen natürlich schon sehr stark. Ja, wir haben hier ganz klar 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Ja, da gucken sie raus. Und 2 haben nicht getroffen. Ja, wie wir jetzt hier sehen können, haben doch die meisten Pfeile ihr Ziel getroffen. Ein einziger Pfeil von 7 hat es nicht getroffen. Ja. Bislang habe ich ja immer Wurfarme genommen für die Stinger oder eben hier jetzt auch im Moment habe ich einen ganz schwachen drauf von der Vlad, 30 Pfund. Das ist natürlich zum schnellen Repetieren echt gut und mit Jagdpfeilen nicht zu unterschätzen in der Wirkung. Aber natürlich kriegen wir ja auch eigene Wurfarme dafür. Ich habe jetzt hier schon 2 Stück als Muster. Die habe ich allerdings noch selber lackiert, denn normalerweise kommen die ja hier in Glasfaseroptik. Ich habe extra einen Streifen freigelassen, um euch zu zeigen, dass die anders sind. Die sind nämlich so wie die Venoms für die Äder, obwohl die natürlich jetzt für die kleinen Pistolenarmbrüste geeignet sind. Die Venoms wären zu lang dafür. Ja. Und da seht ihr, dass es hier eine Kohlefasermitte gibt. Das ist hier die 60 Pfund Version, mit der die Interceptor serienmäßig ausgeliefert wird. Und das ist jetzt hier schon in dem Original Interceptor Halter, ist jetzt der schwerste mit 120 Pfund. Der hat natürlich schon richtig dick und auch da seht ihr, gibt es diese Carbon-Mittellage. Da wird natürlich normalerweise noch eine entsprechende Bedruckung drauf sein. Ich habe die jetzt einfach schwarz gemacht. Und da habe ich natürlich eine ganz andere Power. Das bedeutet, auch wenn die Auszugskraft hier nicht höher ist als das, was man sonst so am Markt bekommt, das Wechseln, ich habe es schon mal gezeigt, ist ja ganz leicht. Ich drücke einfach hier drauf, schiebe diesen Stift raus. Ja. Dann kann ich hier die Front abziehen. So. Ja. Und dann kann ich den Wurfarm auch schon rausnehmen. So. Da ist mein Wurfarm. Und jetzt kann ich einfach den anderen einsetzen. Geht ziemlich schnell.
Jetzt habe ich natürlich eine ganz andere Power hinter dem System. Das heißt also, es geht jetzt viel, viel schwieriger zu spannen natürlich. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ist natürlich immer noch machbar. Man braucht aber ein bisschen Kraft. Ja? Aber wie ihr seht, umgreifen muss ich dafür nicht. Naja, und jetzt wird es natürlich viel zu hoch schießen. Ich halte mal tief an. Boom. Hört sich auch schon ganz anders an, nicht wahr? Es peitscht so richtig laut. Der Wahnsinn. Ja, der kloppt natürlich rein. Ich hatte es ja schon mal in der englischen Version gesagt. Was sind jetzt die ganzen Vorteile der Interceptor gegenüber bisherigen Modellen? Also erstmal natürlich Magazin von unten Zuführung. Finde ich sensationell. Ist einfach nur stark. 18 Schuss im Magazin. Flache Visierlinie. Man sieht ja hier ganz flache Visierlinie. Ich kann den hinteren Schaft hoch oder tief ansetzen. Es wird beides mitgeliefert. Der eine möchte lieber so, der andere lieber so. Ich finde es optisch schöner, obwohl ich zugeben muss, dass die tiefere Montage ein bisschen ergonomischer ist. Ne? Hier muss man jetzt doch relativ nah mit dem Auge hier ans Zielfernrohr. Also der eine mag das, der andere nicht. Man hat halt sozusagen die Wangenauflage hier. Ja, dann schnell wechselbarer Wurfarm, auch das ist klar. Viele Leute sagen jetzt, ja, wieso ist dieser Griff so komisch? Also erstmal kann man da natürlich andere Griffe drauf machen. Der ist ja hier in der Schiene befestigt, also das kann auch sein. Aber ich gebe zu bedenken, wenn ich einen wirklich schweren Wurfarm einbaue und nicht so kräftig bin, dann ist das hier der perfekte Winkel, um die Waffe durchzuspannen. Ne? Ich habe die arbeite ja wie mit so einem Federexpander, die man früher in den Fitnessstudios hatten. Ne? Also das heißt, man kann es richtig kraftvoll durchbiegen. Und dazu ist dieser Winkel gut. Ganz abgesehen davon will man ja auch ein bisschen Abstand zu dem Magazin haben hier. Sonst kommt man sich ja ständig in die Quere. Ne? Also vom Winkel her ist perfekt. Viele Leute halten die Waffe aber auch so zum Schießen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch dafür gemacht, weil das Magazin ist ja richtig fest hier drin, von beiden Seiten eingeklinkt. Das heißt, man kann es auch so halten zum Schießen, wenn ich den Griff nicht möchte. Aber gerade bei schweren Wurfarmen ist das fantastisch. Ne? Ich habe ein richtiges Schloss mit einem wirklich leichtgängigen Abzug. Ich schätze, der Abzug hat so vielleicht 700-800 Gramm, selbst bei den starken Wurfarmen. Und das ist absolut hervorragend und präzisionsfördernd natürlich. Ich habe eine richtige Sicherung, ja, die auch das richtige Schloss entsprechend bedient. Auch das ist ein super Vorteil, wie ich finde. Ich habe außerdem eben die Möglichkeit, dadurch, dass die ganze Waffe abklappt zum Spannen, die Hand einfach hier dran zu lassen. Ich kann ja mit dem Daumen hier den Auslöserhebel machen und dann kann ich einfach alles genauso lassen. Ich brauche nichts abzunehmen, kann die Waffe spannen und habe sie überhaupt nicht, habe meine Handhaltung überhaupt nicht verändert. Und das ist natürlich eine wirklich, wirklich fantastische Sache und erlaubt eben auch sehr schnelles Reparieren. Auch aus der Hüfte natürlich kann ich das hervorragend machen, klar. Also das geht richtig schnell. Tack, tack, bang, tack, tack, bang, tack, tack, bang. Na, das geht natürlich schneller als mit irgendeiner anderen Armbrust, die mich dazu zwingt, umzufassen, weil ansonsten der Pistolengriff mit abklappt. Ja, wann kommt sie? Ich denke, es ist jetzt kurz davor, dass wir die Produktion freigeben können. Dann wird es natürlich noch einige Monate dauern, bis die Fertigung dann entsprechend auch soweit ist. Und dann muss das Ganze ja noch geliefert werden. Vielleicht lassen wir auch die ersten per Luftfracht kommen, ich weiß es nicht. Wir haben ein Benachrichtigungssystem eingerichtet, kann man machen. Im Augenblick denken wir noch, dass wir die Waffe für 499 Euro auf den Markt bringen können. Aber die finalen Kalkulationen stehen noch nicht fest. Es ist also noch nicht garantiert. Die Vormerkung ist natürlich völlig unverbindlich und führt nur dazu, dass ihr eine Nachricht bekommt, wenn die Waffen dann lieferbar sind. Ja, das war's mit meinem kleinen Update zur Mai Interceptor. Ich hoffe, das hat euch gefallen, weil das war's für heute. Ups. Danke und ich muss tiefer halten. Bye, bye. Gut einen noch.